Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Produktepräsentation von Remote Vision. Wir zeigen euch heute FlightHub, die Drohnenmanagement- und Verwaltungssoftware von DJI. Um zu verstehen, wozu wir FlightHub Enterprise einsetzen können, brauchen wir eine Übersicht über die Kommunikationskanäle unserer Drohnen. Wir haben die Drohne in der Luft, das Steuergerät am Boden, der Control Link ist verschlüsselt, das wissen wir mittlerweile. Es ist eine IS-256-Bit-Verschlüsselung, somit als sicher zu betrachten. Wir können die Speicherkarte entnehmen, die Fotos, Videos auf unseren Serversystemen entladen, speichern, soweit alles privat und alles gesichert. Der Server steht bei uns, wir haben die Kontrolle über die Geräte. Nun verbinden wir aber unser Kontrollterminal mit dem Internet. Das brauchen wir für verschiedene Zwecke. Es werden diverse Kanäle geöffnet. Dazu gehören die Geräteaktivierung beim Einschalten. Beim ersten Einschalten einer Drohne wird die Seriennummer gespeichert bei DJI in China. Der User wird angelegt bei DJI. Jeder User ist in einer Datenbank bei DJI in China abgelegt. Es können Flight Logs übertragen werden. Es können Media Thumbnails übertragen werden. Die werden abgelegt auf den DJI Servern. Wir können uns Geofencing Zertifikate runterladen, um die roten Bereiche zu entsperren. Wir laden Firmware-Updates von den DJI-Servern herunter. Wir haben Kartendaten, die irgendwoher geladen werden. Und schlussendlich haben wir auch Android-Updates, welche von einer Quelle im Internet auf unser Gerät heruntergeladen werden. Wir befinden uns also sehr sichtbar im Internet, beziehen Daten von allen möglichen Quellen und kommunizieren auch unsere privaten Daten ins Ausland nach China zu irgendwelchen Datensammlern, die wir nicht ganz genau unter Kontrolle haben. Normalerweise ist das kein Problem. Wir gehen unter in der großen Datenmasse. Jedes Surfmanöver bei Google macht dasselbe. Jedes Login bei Microsoft macht auch dasselbe. In gewissen Bereichen, wo der Drohnenflug aber sicherheitsrelevant ist, möchten wir das nicht. DJI gibt uns die Möglichkeit, alle diese Datenverbindungen zusammenzufassen im Tool namens FlightHub. Der FlightHub kann entweder ebenfalls öffentlich zur Verfügung gestellt werden oder auf einem eigenen Server mit den Versionen Enterprise und Government wird die Software auf einem eigenen Server installiert und die Daten verlaufen somit nicht mehr im Internet, sondern direkt in unserem eigenen Data Center. Was bewirken nun die verschiedenen DJI-Apps, die wir auf unserer Fernsteuerung laden, auf unserem App laden? Wir kennen zuerst mal das Go4-App. Das ist gedacht für Consumer-Drohnen. Die verbinden sich mit den DJI-Servern. Ich habe da keine Möglichkeit zur Umkonfiguration. Die Pilot-App, die macht dasselbe. Ich kann hier allerdings noch wählen, ob ich eine FlightHub Basic oder Advanced Installation anhängen möchte. Die sind aber nie bei mir privat, sondern stehen ebenfalls in der Cloud. Möchte ich FlightHub Enterprise oder Governmental verbinden, dann benötige ich die Pilot PE App. PE steht für Private Edition und ich kann in der Konfiguration dieses Android Apps angeben, wo mein Datenziel ist. Also ich muss meinen FlightHub Server dort konfigurieren. Das führt zu folgenden Funktionen. Ich habe zum einen die Basisfunktionen, die Geräteaktivierung, die kommt dann von meinem eigenen FlightHub Server. Also beim Einschalten einer neuen Drohne wird keine Verbindung nach China gemacht, sondern ich kann die Geräte selbst aktivieren. Die Users, die werden auf meinem System hergestellt, die werden nicht auf einem DJI Server gehostet. Die Flight Logs werden entweder automatisch oder manuell auf meinen FlightHub Server hochgeladen. Ebenso die Media Thumbnails, da gehen keine Bilddaten irgendwo im Internet verloren. Und auch die Unlock Certificates, die kann ich einmal in meinen FlightHub laden und dann meinen Drohnen selbst zur Verfügung stellen in der Government Edition.
Firmware-Updates können zuvor geprüft werden und auf meinem FlightHub-Server dann den verschiedenen Gruppen und Drohnen zur Verfügung gestellt werden. Und auch die Kartendaten, die kann ich auf dem FlightHub-Server zur Verfügung stellen, damit sie nicht von Google oder einem Mapbox-Server geladen werden, sondern auch die kommen direkt vom FlightHub-Server. Es gibt noch einige weitere Funktionen, die zusätzlich hinzukommen und die man sonst nicht kennt mit der normalen Pilot-App. Ich kann zum einen die Operationen live überwachen. Ich sehe auf einer Karte, wo meine Drohnen sind. Ich habe Live-Video-Streaming, das ich einblenden kann mit bis zu 4 Drohnen gleichzeitig. Ich kann Operationen planen, sei das eine Wegpunkt- oder eine Mapping-Funktion, die ich zentral am PC planen kann und dann einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zur Verfügung stelle. Zusätzlich sehe ich auf meinen Drohnen sowie auf meinen Akkus die Wartungszyklen. Da wird die Flugdauer, die Betriebsdauer hochgerechnet und ich sehe, wann ein Eingriff notwendig ist. Meinen verschiedenen Benutzern und Geräten kann ich Berechtigungen zuteilen. Das ist vor allem mal die Benutzer-zu-Geräte-Zuordnung. Ich kann steuern, wer mit welcher Drohne fliegen darf. Und ich kann all diese Daten auch einfach exportieren in Excel-Files oder in HTML- oder PDF-Dateien. Was ich noch nicht genau analysieren konnte, woher kommen verschiedene andere Daten, nämlich die Android-Updates oder auch solche Sachen wie die Ursynchronisation. Da wird es so sein, dass die direkten Android- und Google-Dienste hinzugezogen werden für diese Betriebssystem-Updates. Aber das wird bei jedem Tablet, das nicht speziell gehärtet ist, so sein. Schauen wir uns nun die Software an. Wir greifen via Webbrowser auf den FlightHub-Server zu und ich möchte die Konfiguration von hinten aufrollen, nämlich im Team-Management. Das Team-Management setzt sich zusammen aus Gruppen und Untergruppen, die frei erstellt werden können. In diese Gruppen gehören die Members, also die Personen, sowie die Drohnen. Übergeordnete Gruppen übersteuern jeweils die untergeordneten Gruppen. Das ist sehr einfach zu konfigurieren. Schauen wir uns ja beispielsweise die Members an. In Remote Vision sehe ich nun alle Members hier. Im Boss Air Ordner ist nur Lars, im Agria Ordner nur Jens und im Inspire Ordner nur Ronny. Ich kann auf diese Gruppen nun Drohnen zufügen, die von diesen Piloten geflogen werden dürfen. Ich kann auch weitere Sachen, zum Beispiel Firmware-Updates oder Geofencing, Freischaltungen oder Wegplanungen auf diese Gruppen erteilen, die dann nur von Personen mit diesen Drohnen ausgeführt werden können. Die Drohnen sind bei Device. Wir haben ein paar Drohnen zugefügt, hier bei Inspire die Phantom 4 RTK, jeweils sichtbar gleich mit der Seriennummer. Bei Agria haben wir nichts. Borsair die Metris 210 mit der Seriennummer. Und übergeordnet noch irgendwo die Mavic 2 Enterprise Dual, die hier ebenfalls eingesehen werden kann. Fliegen die Drohnen, sehe ich es im Live Operations direkt in der jeweiligen Gruppe. Wir werden das später noch anschauen, sobald wir eine Drohne einschalten. Data Statistics, hier sehe ich meine Übersicht, was denn geflogen wurde, wiederum unterteilt auf diese Gruppen. Will ich zum Beispiel hier Inspire sehen, dann ist überhaupt nichts drin. Borsair sehe ich 2 Flüge, die gemacht wurden mit der Metris 210. Ich sehe jeweils den Teamnamen, Drohne, der Pilot, die Seriennummer der Drohne, wann genau war es, wie hoch ist er geflogen, wie lang, wie viel Meter und von welcher Adresse aus Geokoordinaten ist er geflogen. Möchte ich diesen Flug noch etwas genauer unter die Lupe nehmen, habe ich hier direkt die Replay-Möglichkeit, in der ich so einen Flug ausführen kann, in jetzt vierfacher Geschwindigkeit. So, der ist Kreise geflogen. Ich habe da das normale Kartenportal, sehe in vierfacher Geschwindigkeit die Koordinaten und Höhe, Geschwindigkeit. Er wird nach dem nächsten Kreis wieder landen. So. Ihr kennt das vielleicht von den Flugaufzeichnungen, welche früher auf
den DJI-Server geladen werden konnten. Das ist nun eben der lokale Flight Hub Server, in dem die Daten so abgegriffen werden können. Die Exportfunktion steht bereits hinter dieser Wolke hier oben. Ich kann nun diese Flugdaten zum Beispiel ins Excel exportieren und habe dann nicht nur das Bild, die Ansicht, die ich hier habe, sondern habe eine große Datensammlung von GPS-Koordinaten. Alle 2, 3 Sekunden wird die Position aufgezeichnet und das kann ich direkt aus dem Excel-File danach entnehmen. Daneben die Media-Files, die Bilder vorschauen, die heraufgeladen werden können. Auch die landen nicht mehr bei DJI, sondern auf unserem Flight Hub Server. Hier im übergeordneten Folder sehen wir einige, das zum Beispiel thermografische Aufnahmen in der Auflösung 640x480 oder eben optische Aufnahmen mit einem komprimierten Format. Möchte ich eine Route vorplanen, habe ich hier die Route Planning Option. Ich kann jetzt sagen, ich möchte hier für das Team Inspire eine 3D-Wegpunkterfassung kreieren. Ich einfach hier hin, create, zoome auf mein Gebiet rein. Das ist irgendwo, ja, ist ja eigentlich nicht so relevant. Ich sehe die Geofencing-Situation hier. Habe hier jetzt eine Mapping-Aufgabe, die ich so erstellen möchte. Und sehe, das sieht eigentlich aus wie auf dem Pilot-App. Ich kann jetzt hier noch einstellen, mit was soll das aufgenommen werden. Das ist mein Phantom 4 RTK. Höhe etwas tiefer. So. Und Überlappung und so weiter kann eingestellt werden mit den bekannten 5 Flugplänen, die das Pilot App erstellt. Ich sage jetzt dem hier Test 2, Save. Das wird gespeichert. Und wenn ein Member des Teams Inspire nun im Feld draußen steht, seine Pilot PE App öffnet, hat er diesen Plan, kann ihn direkt ausführen. Weiter geht's zum Device Management. Meine Drohnen, die ich konfiguriert habe, die schon geflogen sind, Mavic Enterprise, die Phantom 4 RTK, was habe ich noch weiter unten, Matrix 210, sehe die jeweils mit den aktuellen Firmwaren, mit den Flügen, Flugminuten und sehe hinten auch die Maintenance Suggestions. Operations, was ist da geflogen? Learn more, kommt weitere Zusammenfassung, Flugzeit, Flugdistanz, Flughöhe und so weiter. No Maintenance Suggestions, die rechnet er sich aus der Flugzeit, die geflogen wurde und dem Plan, der hinter diesem Modell steht. So könnt ihr euch vorstellen, wenn hier 20 Drohnen untereinander sind, wird automatisch berechnet, welche Drohne nun einen Wartungseingriff nötig hätte und die werden dann hier ausgeschildert. Dasselbe für die Akkus. Die Akkus, die ja über alle Modelle hinaus aufgelistet werden mit den Circle, das sollte wahrscheinlich Cycle Times heißen, wie viele Cycles die gelaufen sind. Die Hochrechnung, wo steht dieser Akku in seinem Life Cycle, wie viele Flüge wurden damit ausgeführt, wie viel Idle, das ist, wie viel stand er am Boden, ohne gebraucht zu werden, dann der Device Status, wiederum die Operationen, die dazugehören. Maintenance-Übersicht, wie viele Aircrafts brauchen Maintenance? Keine von 2. Wie viele Akkus brauchen Maintenance? Wie viele Device Status, da habe ich noch nicht ganz genau herausgefunden, was das sein soll, aber Abnormal Batteries wird das sein. Und dann hinten gleich das Manual dazu, was soll dann gemacht werden damit? Resource Management, hier sehen wir die Firmwares, die bereitgestellt werden und die Unlocking Certificates. Firmware Management funktioniert so, hier zum Beispiel Matrix 210, ich kann diese Firmware in den Server hochladen und sie einem Testteam zur Verfügung stellen. Sieht so aus, jetzt ist sie available to all.
Ich nehme die mal raus, Edit. So. Jetzt steht sie niemandem mehr zur Verfügung. Ich könnte jetzt sagen, die Leute hier bei BorsAir, die sollen das mal testen. Ich könnte auch sagen, nur eine einzelne Person soll das mal testen. Save. Dann wird der beim Einschalten eine Update-Mitteilung bekommen auf der Pilot.pe-App, falls seine Metis 210 einen tieferen Firmware-Level als diese Version beinhaltet. Wenn er sie geprüft hat, kann ich sie anschließend allen weiteren Personen freigeben und das Update so steuern. Das geht prinzipiell für alle Drohnen, die hier unterstützt sind. Was nicht geht, sind Kameras, die mit der SD-Karte aktualisiert werden müssen, also zum Beispiel Z30 oder XT2, die müssen nach wie vor mit der SD-Karte aktualisiert werden, aber dort kommen Firmware-Updates ja auch nicht so oft vor. Unlocking-Certificates, genau dieselbe Mechanik, allerdings müssen die zuerst bezogen werden von DJI. Ich habe hier einfach noch keine drin. Wenn sie da mal drin sind, können sie den verschiedenen Drohnen zugeordnet werden, den Teams zugeordnet werden, genauso wie wir das mit der Firmware gesehen haben. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt auch noch die Live-Kamera-Preview zeigen. Dazu schalte ich jetzt zuerst mal zwei Drohnen ein. Wir haben nun zwei Drohnen aktiviert. Sehen Sie links im Menü, die Mavic Dual läuft, die Metis 210 läuft. Wo sind sie? Na, sie sind indoor, sie sind unter Dach, haben keine GPS-Position, daher an den Koordinaten 0, 0 befinden sich beide. Wir können trotzdem auf das Online-Bild zugreifen. Ich habe den Livestream aktiviert. Das geht einfach mit einem Klick in der Pilot.pe-App. Ich kann den hier starten. Das ist die Mavic Dual. Hier die Metis 210. Es können bis 4 Drohnen so gleichzeitig dargestellt werden. Das Bild kann Fullscreen dargestellt werden. Ich kann jetzt hier reinzoomen. Es hat jetzt im Moment so etwa 2 Sekunden Lagtime. Raus. Die Informationen jeweils zur Drohne, parked, sie steht am Boden, hier die Mavic Dual, ebenfalls kurze Bewegung, ja. So, das war die Livestreaming-Demo, nochmals einige Facts and Figures. Wichtig zu verstehen ist, welche Flight Hub Editionen welche Funktionen bieten. Wir sehen hier die Funktionen aufgelistet und die Editionen Basic, Advanced, Enterprise und Government. In der Demonstration haben wir die voll ausgebaute Government Edition gesehen. Die lässt mehr zu, nämlich die Unlocking Certificate Management Funktion ist mit dabei. Grundsätzlich Enterprise und Government Edition lassen sich auf einem Private Server installieren. Basic und Advanced sind bei DJI gehostet. Hinter den Editions steht natürlich ein Preisschild, welches sich aus einer Basis-Server-Lizenz zusammensetzt und dann die Anzahl Drohnen, welche damit verbunden werden können, limitiert. Also für 20 Drohnen brauche ich das Basispaket und dann noch ein plus 10 Drohnen-Paket beispielsweise. Welche Drohnen sind kompatibel mit der PE-App und können somit genutzt werden mit Flight Hub, Enterprise und Governmental? Das sind die Enterprise-Drohnen generell, also Metis 200, 600 Serie, Inspire 2, Mavic Enterprise und Phantom 4 Pro, allerdings nur ohne Plus, also dort, wo ich ein eigenes Tablet installieren kann. Und die Phantom 4 RTK, ebenfalls die Version ohne Bildschirm, nämlich die SDK-Version. Server-Mindestanforderungen. Ich benötige einen Linux-Server. Wir betreiben in der Demonstration Ubuntu, haben gesehen, so mindestens 2 vCPUs werden benötigt, 5 GB RAM und etwa 100 GB Datenspeicher auf der Festplatte. Dies vor allem für die Bereitstellung der
Kartenquellen. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck vermitteln, was Flight Hub macht. Wenn es weitere Fragen gibt, dann bitte kommt auf uns zu. Hier die Angaben telefonisch, per Internet oder per Mail stehen wir zur Verfügung. Vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.